Kalimera Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Wir haben wieder aktuelle News für euch und zwar haben wir einen Bericht gefunden in Hania News und darin geht es schon um die heurige Olivenernte und es dürfte, ich würde mal sagen, sehr schlecht ausfallen, die heurige Olivenernte. Wir haben auch in den letzten Tagen mit einigen Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, die Arbeit ist die gleiche, Oliven gibt es schon genug, nur die Qualität der Oliven. Also wenn man die Olive jetzt nimmt und in der Hand zerdrückt, kommt zu wenig vom Öl zum Vorschein. Also es sind eher trockene Oliven und das ist natürlich für die Olivenölproduktion sehr, sehr schlecht und kritisch. Es wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass die Preise steigen vom Olivenöl per Liter. Aber dieses Phänomen ist in ganz Europa eigentlich. Wenn man jetzt nach Spanien blickt, durch die letzten Überschwemmungen gab es sehr viele Schäden an den Olivenkulturen. Das beeinträchtigt natürlich auch die Olivenölproduktion. Italien hat auch so ähnliche Probleme. Und hier auf Kreta hat es schon sehr, sehr lange nicht wirklich geregnet. Und man merkt hier auf Kreta, dass es im September nicht geregnet hat. Also kurz vor der Ernte wäre es noch gut gewesen, wenn einigermaßen relativ, ich sage mal, durchschnittlich Regen gekommen wäre. Und das würde natürlich die Saftigkeit der Oliven noch erhöhen. Aber wie gesagt, auch der letzte Winter war vom Regen her sehr mager. Man hat es ja gesehen, wir haben ein Video gemacht vom Kurner See und der ist jetzt nach dem Sommer ja sehr stark zurückgegangen. Es ist natürlich fraglich, wie die Regenfälle heutigen Winter stattfinden. Also in der Vorwintersaison hat es auch nicht geregnet und jetzt bleibt abzuwarten, ob jetzt Dezember, Jänner und Februar die klassischen Regentage noch kommen oder aber auch nicht. Das alles spiegelt sich natürlich in der Olivenölproduktion nieder und ja, die Preise sind ja auch abhängig von den Löhnen, von den Erntehelfern. Und da ist der europäische Durchschnitt momentan auf 70 Euro pro Tag. Also wir haben noch vor 2-3 Jahren mit 50 Euro gerechnet und jetzt sind es schon 70 Euro, was natürlich die Endpreise des Olivenöls natürlich auch drastisch hinaufschrauben. Auch in den letzten Jahren waren die Ölmühlen, haben auch mehr verlangt für das Pressen des Olivenöles. Also alles zusammen kann man sagen, es ist ein stetiger Anstieg im Preis zu erkennen. So, jetzt seid ihr natürlich gefragt, was ist eure Meinung zu dem ganzen Thema, zu der Ernte 2024 oder zu der Preisentwicklung vom Olivenöl. Schreibt es unten in die Kommentare und ich sage auf jeden Fall, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.